Mutter Maria sagt, ihr seid Stimmen, die in der Wüste rufen. Bleibt stark in ihm. 6. Januar 2022. Botschaft von Mutter Maria durch Schwester Claire. Gesprochen von Pascal. Claire begann. Zu Beginn dieses Treffens sprachen wir also über die riesige Rakete, die die Erde umkreist. Wir wissen nicht, was es mit den Russen auf sich hat, wie auch mit einigen anderen Dingen, die sehr bedrohlich sind. Also kam ich ins Gebet und sagte, Mutter, mein Herz ist am Boden. Oh Gott, erbarme dich. Mutter Maria begann. Dies ist das Gebet. Mache weiter in Barmherzigkeit. Rufe nach Barmherzigkeit. Flüstere es in sein Ohr. Lass es mit jedem Herzschlag hinausrufen. Denn die Stunde der größten Barmherzigkeit ist über uns. Alle, die aufrichtig um Barmherzigkeit beten, werden auch Barmherzigkeit empfangen. Mein Sohn will nicht, dass diese Ereignisse geschehen. Aber sie sind notwendig, um die Menschheit auf sein Kommen und seine Herrschaft vorzubereiten. Er verabscheut Schmerz und Leid für seine Kinder. Dies ist eine weitere Kreuzigung für ihn. Und es ist sogar noch schlimmer, da so viele Seelen untergehen werden. Deshalb müssen wir die Barmherzigkeit und die Wahrheit am Fließen halten. Ihr befindet euch jetzt in einer Zeit, in der Satan die Macht hat, den Fluss relevanter Informationen zu stoppen, damit sie jene Menschen, die sie am meisten brauchen, nicht erreichen. Betet, dass die Menschen nicht länger ignorieren, was vor sich geht. Betet, dass sie aufwachen und sehen, was ihnen angetan wird. Ohne eine Stimme, die Widerstand leistet, werden sie die Massen ganz einfach unterwerfen können. Natürlich hat sich ein Widerstand formiert, aber ohne die Stimme des Volkes wird er auf große Gegenwehr stoßen. Die Menschen lieben ihre Annehmlichkeiten und haben keine Ahnung, dass sie eine Gefängniszelle oder sogar noch Schlimmeres erwartet. Es wird viel nötig sein, um sie aufzuwecken, Claire, und viele werden in den Bann der Bösen geraten. All dies wurde sorgfältig vorbereitet, indem man die Menschen mit ihren Spielzeugen in den Schlaf gelullt hat. Sie haben ihre Freiheiten aus den Augen verloren, weil sie so sehr auf ihre Spielzeuge konzentriert sind. Sie leisten keinen Widerstand, solange sie noch ihre gewohnten Annehmlichkeiten haben können. Schaut, dieser Plan wurde vor Jahrzehnten ausgeklügelt. Jetzt freuen sich die Bösen. Denn sie glauben, dass ihr Tag gekommen ist. Und in Wahrheit ist er das auch. Oh, welch eine Tragödie für die Menschheit. Welch eine Zeit unvergleichlichen Leidens. Und was werden sie für ihre Annehmlichkeiten opfern? Ihre Seelen? Ja, tragischerweise werden sie ihre Seelen hergeben. Aber andere werden aufwachen. Und die Stimme hören, die in der Wüste ruft und den Weg des Herrn bereitet. Ja, ihr alle seid Stimmen in der Wüste. Ihr opfert Bitten, Tränen und viele Gebete, damit die Menschen aufwachen, bevor es zu spät ist. Und es ist wahr, die Stunde ist sehr spät und viele schlafen immer noch. Eure Rolle ist so wichtig, denn ihr seid seine Stimmen. Lasst diese Stimme überall erklingen, um die Seelen aufzuwecken. Lasst eure Gebete den Himmel zerreißen für das, was noch über diese Erde kommen muss. Es gibt keinen einfachen Weg, den Giftmüll zu beseitigen, der in den Köpfen aller Amerikaner herumschwirrt, der das Rechtssystem beherrscht und Amerika zu einem entsetzlich deformierten Gebilde gemacht hat.
Doch die Samen der Zerstörung wurden zusammen mit guten Samen gesät. Jetzt ist die Ernte reif und es ist an der Zeit, das giftige Unkraut vom nährenden Weizen zu trennen. Doch wie hoch der Preis sein wird. Die fast komplette Vernichtung eurer Nation. Doch es gibt Hoffnung. Denn wenn er wiederkommt, werden alle Erdenbürger erhalten, was sie gesät haben. Das Böse wird geläutert und das Gute wird genährt werden und sich erheben, um ein heiliges Gebäude zu errichten. Heilig und rein, durch und durch. Die Hallen der Gerechtigkeit werden nicht mehr korrupt sein. Die Lahmen und Armen werden geheilt und gelehrt werden. Jene, die nichts haben, werden von jenen, die haben, reichlich versorgt werden. Wahrheit und Gerechtigkeit werden gedeihen. Und das Gewissen der Menschen wird nicht mehr von den Feuern der Gier versenkt sein. Dies ist die Zeit, in der ihr euch befindet, Herzbewohner. Dies ist die Zeit der Vorbereitung und sie ist sehr chaotisch. Aber ich möchte, dass ihr alle an der Hoffnung festhaltet, dass Jesus am Ende triumphieren und seine Regierung einsetzen wird. Denn sie wird auf seinen Schultern ruhen und niemand wird mehr unter der Korruption leiden. Bitte denkt darüber nach und ihr werdet die Kraft haben, alles zu überwinden, was bis zu jedem Tag geschehen muss. Ja, es wird euch etwas kosten, aber wie groß wird der Lohn jener sein, die treu bleiben? Er ist gegangen, um einen Ort vorzubereiten für euch, und er kommt zurück, um euch dorthin zu bringen, wo er ist. Ruht darin und wisst, dass ihr das Privileg habt, jenen Tag auf die Erde kommen zu sehen. Seid stark in eurem Herrn, meine Kinder. Seid stark in ihm, denn ihr wisst genau, dass er euch liebt und nur Gutes für euch bereithält.